Ja, hallo, ich bin's wieder, euer Frank. Heute komme ich mal zu einem Spiel Vor dem Wind von Thorsten Landsvogt. Das Spiel ist schon rausgekommen 2007, ist gedacht 2 bis 4 Spieler, 10 Jahre plus 75 Minuten und es ist rausgekommen bei Phalanx. Wir haben eine Anleitung, bestehend aus 8 Seiten. Ist eigentlich gut beschrieben. Also wie gesagt, viele Regeln sind das nicht und damit kann man eigentlich gut arbeiten. Es gibt ja noch hier noch so für den Spieler so einzelne Warenhäuser, die man auch benutzen kann. Und das war auch schon so das Material für die Spieler, denn es handelt sich um ein Kartenspiel in diesem Fall. Wir haben also keinen großen Spielplan. Und es geht darum, dass wir dann in diesem Spiel Waren quasi bekommen, die in unsere Warenhäuser packen, die anschließend verschiffen und diese Schiffe, die wir dann quasi beliefert haben und abfahren, die nehmen wir auf die Hand, die sind dann die Siegpunkte und wer als erster eine bestimmte Siegpunktzahl erreicht hat, dann endet das Spiel am Ende der Runde und wer dann die meisten Punkte hat, dann ist das Spiel beendet. Ja, was haben wir noch am Material? Wir haben noch Geld, das sind dieses hier, wie gesagt, alles Karten. Auch das Geld sieht man schon hier, gibt es 1, 2, 5er und 10er mit dieser Rückseite, ebenfalls Waren, gleiche Rückseite, das hier. Man weiß also nie, die Spieler haben hier ihre Waren, also ihre Handkarten sind verdeckt und das Handkarten sind meist Waren und Geld. Es gibt ja noch so Sonderkarten, komme ich gar noch mal zu. Aber Waren und man weiß also nie, wie viel Geld der andere hat und wie viel Waren der andere hat, weil das ist ja dann quasi gemischt bei der Hand und das wird auch verdeckt gehalten. Wie gesagt, es gibt 4 verschiedene Waren und dann gibt es noch diese Aktionskarten. Diese hier, das ist ein Stapel an Aktionskarten. Hier bekommen wir die Waren. Ich habe einfach mal 3 aufgedeckt. Nimmt man solche Karten, bekommt man nur einfach das, was da drauf ist. Und in diesem Kartenstapel verbirgen sich auch noch so Sonderaktionskarten, die man noch zusätzlich spielen kann. 2 verschiedene. Dann gibt es noch das hier. Hiermit kann man Waren einlagern. Ich muss ja auch die Waren ins Warenhaus bekommen. Das macht man mit diesen Karten. Hier oben sieht man eine Menge, wie viel man einlagern kann und was es kostet. Und wie gesagt, auch hier in diesem Stapel verbirgen sich wieder 2 Sonderkarten. Und dann gibt es noch den dritten Sache. Das ist das hier. Hiermit beliefern wir die Waren aus dem Lagerhaus auf das Schiff. Und wie gesagt, das ist das eine. Wie viel man aus dem Lagerhaus dann auf welche Schiffe... Wie gesagt, ein Schiff muss immer voll sein, damit es abdeckt, ist logisch. Man kann keine Teillieferung machen, aber wie viele Ware man dann verschifft, ist dann, bleibt dann selber überlassen. Und der untere Teil ist, statt Waren zu verschiffen, kann ich auch mit dieser Karte einfach Geld bekommen. Und dann wird die Karte so abgelegt. Das sind also auch wieder 2 verschiedene Aktionen, die man hier machen kann. Und dann gibt es auch wieder hier diese Sonderaktionsmöglichkeiten. Das sind diese hier. Da gibt es auch wieder 2 verschiedene. Schiffe haben wir auch noch. Einmal ein großes Schiff, das ist das hier. Diese Schiffe sieht man hier. Die großen haben immer 4 Warensachen, die man liefern muss auf einmal. Hier oben sieht man dann die entsprechenden Siegpunkte, die es dann gibt, wenn man das Schiff verliefert hat. Wie gesagt, die Waren nimmt man auf die Hand. Oder legt man dann vor sich ab, damit man, man gibt also keine Punkteleiste, sondern die Schiffe werden einfach nur vor sich abgelegt. Ja, was haben wir denn noch? Kleine Schiffe haben wir auch. In der Regel sind es 2, es gibt auch welche mit einer Ware. Und dann sieht man auch schon, dass es dann auch nochmal Punkte gibt, natürlich nicht so viel bei den großen Schiffen. So, das ist das ganze Material. Ein Startspielerstein haben wir noch, der Startspieler wechselt jede Runde und das ist es schon. Also in der Regel ist es so, dass Aktionskarten aufgedeckt werden. Da hat dann der Startspieler bis auf kleine Einschränkungen fast freie Wahl, was er machen kann. Dann sucht sich jeder Spieler in Reihenfolge was aus. Man kann auch in anderen, die was die Karte gerade hier genommen hat, auch streitig machen. Oder man kann auch noch eine Auslinie, kann man sich dann aussuchen. Und dann führen alle Spieler die Aktion aus. Eventuell hat er noch Sonderkarten, die er noch machen kann. Und ja, das ist auch das Spiel. Und jedes Mal, nach jeder Runde wird dann geguckt, hat ein Spieler eine bestimmte Anzahl an Punkte erreicht. Dann endet das Spiel am Ende. Und da sind dann bei 2 Spieler 60 Punkte, bei 3 und 4 Spieler sind es 50 Punkte. Ja, das ist eigentlich das ganze Spiel. Ist einigermaßen
auch immer schnell zu spielen. Es sind eigentlich immer alle Spieler beschäftigt. Man muss nicht lange warten, denn wenn andere was macht, guckt man zu, was der macht. Und eventuell will man ja die Sachen noch haben. Dann das nächste ist, wenn alle Aktionskarten haben, die kann man fast parallel immer ausführen. Das ist kein Problem, dann geht es auch noch schneller. Und das geht dann wirklich auch einigermaßen fix. Also es kommt keine Langeweile auf, es geht eigentlich immer fix in eine Runde. Ja, das einmal kurz vor dem Wind. Dann werde ich gleich mal einen Aufbau machen, das ist auch nicht viel. Und dann anschließend mal kurz so, wie das Spiel funktioniert. Und dann auch mal so die Sonderkarten mal kurz durchgehen. Ja, dann werde ich mal einmal loslegen, erstmal mit dem Aufbau. So, kommen wir jetzt zum Aufbau, der ist auch schnell gemacht. Fangen wir an mit den Aktionskarten. Die haben ja drei verschiedene Aktionskartenmöglichkeiten. Und da gibt es ja noch diese Sonderkarten drin. Und diese Sonderkarten kommen ebenfalls in den Stapel rein. Bei jedem Stapel kommen alle Sonderkarten rein, egal bei wie viel Spieler. Alle Karten werden dann einfach gemischt und dann werden einfach die Kartenstapel so hingelegt. Bei den Schiffen ist es dann so, dass je nach Spieleranzahl verschiedene Anzahl an Schiffen offen aufgelegt werden. Und zwar von den kleinen Schiffen ist das bei 4 Spielern ist es dann 3 Schiffe, ebenfalls so bei 3 Spieler und bei 2 Spieler, wenn es nur 2 Schiffe. Von den großen Schiffen ist es dann 4 Spieler, 4 quasi Schiffe bei 4 Spieler und bei 2 und 3 sind es dann 3 Schiffe. So, und die restlichen Schiffe werden dann als verdeckter Kartenstapel daneben gelegt. Dann wird noch bereitgelegt natürlich das Geld auf einen Haufen und es wird bereitgelegt, diese Ware wird ebenfalls bereitgelegt. Der Spieler, alle Spieler bekommen noch ihren Warenlager und Geld. Und zwar bekommt jeder Spieler dann genau 22 Gulden. Und das soll nach Anleitung genau so aufgeteilt werden. Ein 10er, ein 5er, 2 Zweier und 3 Einer. Ja, einer wird noch der Startspieler und dann beginnt mit dem Startspieler ist es dann noch so, dass eine Sache noch gemacht werden. Wir haben mal die Warenstapel hier und da kann sich jeder Spieler jetzt schon aussuchen, welche Waren er schon auf die Hand nehmen will und quasi schon mal haben möchte. Man sieht hier, was für Schiffe hier sind und zum Beispiel sagt er, ich möchte jetzt diese Ware und diese Ware haben. Die nimmt er einfach auf die Hand und behält sie dann soweit verdeckt. Und im Spiel muss ein Spieler niemals sagen, welche Karten er auf der Hand hat. Auf Nachfrage muss er nur sagen, wie viele Karten er auf der Hand hat. Wenn er sagt, er hat 10 Karten auf der Hand, dann sagt er, okay, ich habe 10 Karten. Aber welche Karten muss er nicht sagen. Das darf nicht erfragt werden. Fragen kann man, er muss aber nicht antworten. Aber wie gesagt, er muss aber antworten, wie viele Karten er auf der Hand hat. Ja, das war auch schon der ganze Aufbau und dann kommen wir gleich einmal zum Spielablauf, wie das so funktioniert. Ja, Spielablauf habe ich schon eben ja quasi einmal mit der Einführung gemacht. Der Startspieler deckt wie gesagt Karten auf, dann werden sich in Reihenfolge die Karten ausgesucht, anschließend werden die Aktionen ausgeführt und das wird so lange in der Runde gemacht, bis der erste Spieler eine bestimmte Anzahl an Punkten hat, 50 bei 3 und 4, 60 bei 2 Spieler. Ja, und am Ende einer Runde wird geguckt, ob einer die Punktezahl erreicht hat. Ist die Punktzahl erreicht, von einem oder mehreren Spielern wird geguckt, wer die meisten Punkte hat. Und dann ist dann quasi der mit den meisten Punkten der Sieger. Das ist auch schon das ganze Spiel. Wie gesagt, geht schnell. Und dann fangen wir gleich mal an mit der ersten Sache, und zwar Auswahl der Aktionskarten. So, Teil 1, Auswahl der Aktionskarten. Und zwar geht es jetzt so los, dass der Startspieler eine bestimmte Anzahl an Aktionskarten aufdeckt. Und zwar je nach Anzahl der Spieler, so viele Aktionskarten muss er aufdecken. Und zwar kann er sich jetzt quasi aufsuchen, was er aufdecken will. Da muss er nur zwei Sachen beachten. Erstens, es darf maximal 2 Karten von 1 Aktionskarte gezogen werden. Und zweitens, es müssen mindestens 2 verschiedene Aktionskartenstapel sein. Also er muss nicht von jeder Aktion, muss nicht unbedingt eine aufgedeckt sein. Beispiel, der Spieler sagt, ich will jetzt das hier haben. So, deckt die Karte auf. Und danach entscheidet der Spieler erst, was er als nächstes aufdecken will. Er deckt die Karte auf, guckt sie sich an und entscheidet dann, ich will noch eine zweite hiervon aufdecken. Und dann sagt er, okay, ich will noch hier eine von aufdecken zum Beispiel und noch hier eine von aufdecken.
Das, wie gesagt, kann das Spiel sich frei aussuchen. In jeder verschiedenen Kombination wichtig ist, nur maximal zwei von einem Stapel und mindestens von zwei verschiedenen Stapeln. Ja, das war auch schon das Aufdecken der Karten. Und dann kommen wir gleich einmal zum Nehmen und Handeln mit den Karten. So, kommen wir jetzt zur nächsten Sache. Karten nehmen und Handeln mit Aktionskarten. Karten nehmen ist ganz einfach. Der Spieler, der dran ist, der Startspieler, muss ja eine Karte nehmen. Es liegt ja noch keine andere weiter vor einem anderen Spieler. Er sucht sich zum Beispiel diese Aktion aus. Jetzt haben die Spieler, die einen nachfolgenden Spieler, die Möglichkeit, für diese Karte Geld zu bieten und oder sich eine von diesen ausliegenden Karten zu nehmen. Ausliegende Karte ist ganz einfach. Der nächste Spieler nimmt dann diese Karte. Meinetwegen der Spieler will jetzt auch nicht bieten, dann ist diese Karte. Und dieser Spieler würde jetzt auch nicht bieten wollen, der nimmt jetzt diese Karte. Das wäre das Einfachste. Jeder nimmt einfach eine Karte. So, jetzt wollen die Karten aber auch mal für bestimmte Karten bieten. Also die Aktion von einem anderen haben, der sich gerade eine ausgesucht hat. Und wie das funktioniert, erkläre ich dann jetzt eben. So, kommen wir mal zweite Sache. Ein Spieler möchte einen anderen Spieler eine Karte quasi abkaufen, die er sich ausgesucht hat. Ich habe mal jetzt eine Sonderkarte ausgelegt. Sonderkarten werden genauso behandelt mit Nehmen und Erhandeln wie alle anderen Karten auch. Sagen wir mal, dieser Spieler hat diese Karte genommen. Dieser Spieler hat jetzt diese Karte genommen. Jetzt kommt das nächste, dass jetzt dieser Spieler dran ist und dieser Spieler möchte jetzt zum Beispiel diese Karte ersteigern. Oder nicht erhandeln, nicht ersteigern, sondern erhandeln. Dazu sagt der Spieler jetzt einen Geldbetrag, den bietet er diesen an für diese Karte. Das Geldbetrag muss schon 1 betragen, maximal so viel Geld, wie er hat. Danach ist der nächste Spieler, der ebenfalls noch keine Karte vor sich liegen hat, egal offen oder verdeckt. Verdeckt sage ich gleich, wie das funktioniert, also noch keine Karte vor sich liegen hat. Der kann jetzt ebenfalls ein Gebot machen. Dieses Gebot kann gleich sein, höher sein, niedriger sein, aber auch hier niemals mehr als er hat und mindestens einen Gulden. So, nachdem alle Spieler ein Gebot gemacht haben, die für diese Karte bieten wollen, entscheidet der Spieler, der diese Karte gehört, ob er das Gebot annimmt oder ablehnt. Er nimmt das Gebot an, es ist ganz einfach. Er gibt diese Karte an den anderen Spieler weiter und nimmt dann quasi das Geld. Beide Karten legen diese Karte vor sich ab. Wichtig, wer jetzt das Geld bekommen hat, nimmt sich keine weitere Aktionskarte, sondern seine Aktion in diesem Moment für diese Runde ist nur das Geld erhalten. Er hat also keine weitere Aktion zur Verfügung. Das ist wichtig zu wissen, wenn ich eine Teil annehme. Umgekehrt kann es ja genauso sein. Der Spieler sagt, ich möchte die Karte gerne selber behalten. Dann gebe ich einem anderen Spieler das Geld, was er geboten hat. Wie gesagt, ich muss da nicht beiden, sondern ich suche mir dann, wenn mehrere geboten haben, auch hier einen aus. Und nehme ich natürlich meist das niedrigere. Und dann sage ich, okay, ich möchte ganz gerne meine Karte behalten. Ich gebe dir die 5 Gulden, zum Beispiel 5 Gulden geboten. Und dann beide drehen dann die Karte um. Auch hier der Fall. Dieser Spieler hat jetzt Gulden vor sich liegen. Er darf jetzt keine Aktionskarte mehr nehmen, weil der Guldenbetrag ist seine Aktion. Ganz wichtig, habe ich Geld bekommen bei dieser Runde, habe ich nur das Geld und keine weitere Aktion. So, in diesem Fall, als dieses wäre jetzt dieser Spieler an der Reihe. Dieser Spieler hat auch die Wahl, entweder jetzt eine von diesen Karten zu nehmen oder diesen Spieler jetzt, der hatte noch eine offen vor sich liegen, ein Angebot zu machen. Diese beiden Spieler kann er kein Angebot machen, denn diese beiden Karten sind schon umgedreht, die sind also safe, die kann man jetzt nicht mehr wegkaufen. Das ist wichtig zu wissen. Umgedreht ist safe. Ja, das war's auch schon. Sagen wir, dieser Spieler will jetzt hier kein Gebot machen, er nimmt jetzt einfach diese Karte und damit ist das Gebot, die Runde abgeschlossen. Jetzt bleibt eine Karte liegen. Es können ja eine oder mehrere Karten liegen bleiben. Was passiert damit? Diese Karte wird einfach genommen und kommt auf den Ablagestapel. Und damit ist diese Runde quasi beendet. So geht das. Quasi Karten nehmen oder Karten quasi erhandeln von einem anderen Spieler.
Und jetzt kommen wir gleich mal zu den einzelnen Karten, was die eigentlich mit den Aktionen so können. So, kommen wir zur ersten Aktion. Das ist der Einkauf von Waren. Hier ist es ganz einfach. Der Spieler nimmt sich einfach nur das, was hier drauf aufgedruckt ist. Ganz einfach. In diesem Fall wird der Spieler einen Käse bekommen. Und das ist Gewürz. Das ist dieser Sack. Er würde 2 Gewürze bekommen. Diese Karten nimmt er jetzt auf die Hand, hält sie verdeckt. Und das war es auch schon. Und wie gesagt, man einfach die Waren, die darauf abgebildet sind. Und das war auch schon die ganze Aktion. Und wie gesagt, kommt noch nicht ins Lagerhaus. Wie das ist, komme ich jetzt gleich zu. Jetzt kommen wir mal zur Lagerung. So, kommen wir zur zweiten Sache. Das ist die Lagerung. Die Lagerung sind jetzt diese Karten. Hier oben sieht man ja, wie viel ich einlagern kann. Hier unten sieht man, wie viel Geld ich dafür bezahlen muss. Und man sieht auch schon, dass der Betrag ganz unterschiedlich ist. Es gibt auch noch Karten, die kosten sogar noch mehr. So, dann wichtig zu wissen, wenn ich einlagere, muss ich immer den vollen Preis bezahlen. Das heißt also, wenn ich nur eine Karte einlagern will, muss ich trotzdem den vollen Preis bezahlen. Und dann ist es so, dass ich dann anschließend die Karten einfach, die ich einlagern will, einfach hier hin platziere. Und hier sieht man aus 8, ich kann also maximal 8 Waren in mein Warenlager lagern. Mehr ist nicht möglich. Es ist möglich, klar, dass ich auch weniger als nur eine Ware lager. Aber wie gesagt, Preis ist, muss voll bezahlt werden. Und wenn ich nicht den vollen Preis bezahlen kann, dann kann ich die Karte auch nicht ausführen. In diesem Fall hätte ich dann Pech gehabt, müsste ich die Karte einfach nehmen, auf den Ablagestapel schmeißen und die Aktion ist dann leider verfallen. Ja, so kommen die Sachen ins Lagerhaus mit diesen Karten und dann kommen wir gleich zur nächsten Sache. So, kommen wir zur nächsten Sache. Das ist das hier. Das ist die Aktion entweder verschiffen oder Einkommen. Einkommen ist ganz einfach. Ich nehme einfach den Geldbetrag, der hier abgebildet ist, in diesem Fall 7 Gulden auf die Hand und die Karte wird abgelegt. Das war die Aktion. Zweite Möglichkeit ist das hier oben. Ich kann aus meinem Warenhaus Waren auf Schiffe legen, die im Hafen auf Waren warten. Wie gesagt, man verschifft immer ein Schiff komplett, also macht komplette Lieferung, nicht Teillieferung, sondern nur komplette Lieferung. Und dann nimmt man die Karte, wenn man es gemacht hat, auf die Hand. Nehmen wir mal das hier an. Das Schiff wird geliefert. Ich müsste jetzt einen Apfel, also einmal Obst, zweimal Käse und einmal das machen. Habe ich das gemacht, dann kommt diese Karte natürlich zurück auf den Warenlager, auf den Stapel mit dem Waren. Die Karte nehme ich auf die Hand und lege ich dann vor mir verdeckt eben ab. Und das nächste ist dann das hier. Ich kann auch, wenn ich natürlich noch mehr Waren habe als für ein Schiff, kann ich auch mehrere Schiffe gleich beladen. Dieser möchte quasi nur ein Gewürz haben, dann könnte ich dieses kleine Schiff auch noch mit quasi beliefern und dass sie dann quasi, will ich dann beide Karten oder beide Schiffe auf einmal beliefern und würde dann beide von mir abliefern und habe so schon 21 Punkte im Einzug gemacht. Ja, das war auch schon das Verschiffen und das Einkommen und dann kommen wir gleich mal zu den Sonderaktionen, was da so alles passiert. So, kommen wir zu den Sonderaktionskarten, und zwar diese hier. Diese Karte wird gespielt in der ersten Sache, wo man sich quasi die Karten vom Stapel nimmt, oder nicht vom Stapel nimmt, sondern sich eine Karte aussucht oder eine Karte erhandelt. Alle anderen Karten werden in Kombination gespielt mit den Karten, also zusätzlich zu der Aktion mit diesen Karten dann zusammen. Und das erkläre ich mal jetzt mal kurz. Erstmal diese Karte. Wenn ich diese Karte spiele, ich habe ja diese Aktion ausliegen, dann kann ich einfach sagen, ich möchte ganz gerne diese Aktion haben, lege diese Karte dazu und lege dann einfach beide Karten um und sage so, diese Karte habe ich genommen, die ist safe, damit sichere ich nämlich die Karte, die kann mir keiner mehr wegnehmen. Zweite Sache, ich habe diese Karte und ein anderer Spieler hat eine Karte raus, die ich unbedingt haben möchte. Dann kann ich denjenigen Spieler einfach sagen, so, ich möchte dann, wenn ich an der Reihe bin und die Karte ist noch zur Verfügung, sie ist dann also nicht quasi zu, dann sage ich mal jetzt, ich möchte jetzt diese Karte haben und nehme sie dir weg. Dann bezahle ich den Spieler anschließend 5 Geld und ich bekomme dann die Karte und der andere muss mit 5 Geld halt leben.
sind jetzt mehrere Spieler wieder an der Aktion beteiligt, ist ganz klar, dieser hat natürlich dann Vorrecht vor den anderen, der noch Geld bietet, und haben mehrere Spieler dann die Aktion zur Verfügung, dann müsste es so sein, dass natürlich in Spielerreihenfolge dran ist, denn ganz an Spielerreihenfolge, denn der Spieler, der dann dran ist, der macht dann die Aktion, führt sie aus, und der andere Spieler danach, okay, der dann auch die Karte hat, der hat dann Pech gehabt, der kann dann halt nur zugucken in dem Moment. Das ist also diese Karte, die mache ich dann ganz am Anfang, wenn es darum geht, die Aktion zu nehmen. Die nächsten Sachen kommen wir mal zu das hier. Ganz einfach. Hier kann ich einen Sonderverkauf machen, und zwar alle Karten, die ich im Warenlager habe, alle Waren im Warenlager kann ich verkaufen und bekomme für jede Ware 3 Geld. Habe ich also 8 Karten drin und ich will sie verkaufen, habe ich 24 Geld gemacht. Wie gesagt, das ist der Sonderverkauf, den ich machen kann. Kann ich vor oder nach einer Aktion machen, die ich dann hier vor mir ausliegen habe. Die nächste Sache ist dann das hier. Das ist Salz. Und Salz wird jetzt quasi erstmal auf das Warenhaus gelegt. Und wenn dann später Schiffe abfahren, dann wird das Salz aktiv. Das erkläre ich dann noch ganz am Ende, wenn quasi die Flotte ablegt, was da mit dem Salz passiert. Dann haben wir noch 2 Sachen. Und zwar diese 3 Sachen. Diese Sache hier ist dann wieder ganz einfach. Das ist der freie Einkauf. Das hier. Und da ist es jetzt so, dass wer diese Karte ausführt, nimmt sich einfach eine Ware seiner Wahl und die nimmt er auf die Hand. Das ist quasi hier der freie Einkauf. Also nicht ins Warenhager, sondern auf die Hand. So, diese beiden Karten haben wir jetzt noch. Wichtig, führe ich eine von diesen beiden Karten aus und ich habe diese Aktion, dann muss ich diese Aktion ausführen, bevor ich diese Aktion, die Sonderaktion ausführe. Sonst wäre das in der Kombination zu schaffen. Wichtig, wenn ich diese Aktion mache und ich zusätzlich diese Sonderaktion, erst diese Sonderaktion, anschließend das. Bei den anderen beiden Karten ist es egal, kann ich mir die Reihenfolge wieder aussuchen, aber wichtig ist, diese Karte immer vor eine von diesen beiden Sonderaktionen. So, hier ist es ganz einfach. 2-mal, das heißt, ich kann wieder 2 beliebige Waren meiner Wahl nehmen vom Stapel, lege diese sofort in das Warenlager und muss auch hier den Betrag bezahlen, der da steht, in diesem Fall 14 Geld. Wichtig, habe ich nicht das Geld, kann ich die Aktion nicht ausführen, es gibt auch keinen Erlass, ich kann auch nicht nur eine für 7 dann kaufen. Wenn ich die Sonderaktion habe, muss ich sie auch komplett ausführen können. So, und da sieht man auch schon, dass wir jetzt zu stark, wenn ich jetzt quasi das gleich kaufe und gleich verschiffen könnte, wäre dann eine super starke Kombination, ohne dass ein anderer Gegner noch irgendwas dagegen machen könnte. So, und da kommen wir nämlich zur nächsten Karte. Mit dieser Karte kann nämlich noch ein Spieler gegen einen anderen Spieler vorgehen. Folgendermaßen kann er jetzt machen. Zum Beispiel, der Spieler hier hat diese Karte und ein anderer Spieler hat zum Beispiel das so. Jetzt kann er ein- oder zweimal etwas tauschen. Er kann erstens tauschen mit seinem Warenlager und seiner eigenen Hand. Zum Beispiel, ich möchte diese Äpfel tauschen und nehme jetzt diesen Käse hier hin. Aus der Hand. Das heißt also, die habe ich in der Hand wieder auf die Hand genommen und diese habe ich auf der Hand hier hingespielt. Zweite Möglichkeit. Ich möchte mit jemandem etwas tauschen. Und zwar sagen wir mal, mir fehlt unbedingt noch das hier. In diesem Fall könnte ich jetzt sagen, ich tausche einfach meine Ware aus dem Warenlager. Wie gesagt, das geht nur aus dem Warenlager. Gebe dir die Ware und nehme dir dafür dein Gewürz weg und pack das in mein Warenlager. So funktioniert der Tausch. Wie gesagt, das kann ich auch ein zweites Mal machen. Es wird immer 1:1 getauscht, niemals 1:2, immer nur 1:1. Und das kann ich bis zu 2-mal machen.
Ja, das war auch schon mit dem Teil. Und wie gesagt, habe ich einmal getauscht mit einem anderen Spieler, dann kann ich auch die Ware gleich wieder benutzen, um die mit einem anderen zu tauschen, wenn ich das möchte. Das ist dann meine eigene Sache. Aber ich nehme niemals meine Handkarten mit einem anderen Warenlager, immer nur aus meinem Warenlager mit dem wieder einem anderen Warenlager von einem anderen Spieler oder mit meiner eigenen Hand. Ja, das sind auch schon die ganzen Sonderaktionskarten gewesen. Und wie gesagt, hier auch ganz wichtig, habe ich diese Karte, muss ich die davor spielen, weil sonst wäre es auch wieder zu stark, dass kein anderer Spieler mehr darauf reagieren könnte, was ich in meinem Warenlager habe. Gut, das war soweit zu den ganzen Aktionen und den Sonderaktionen. Und dann kommen wir gleich mal dazu, wann liegt eigentlich die Flotte ab und was passiert dann? So, kommen wir jetzt als nächstes zum Ende eines Durchgangs. Und dann liegt nämlich die Flotte ab. Die Flotte, was er noch ablegen kann, sind die verbliebenen Schiffe im Hafen. Und das passiert immer, wenn zwei oder weniger Schiffe noch im Hafen liegen, dann wird die Flotte, die restlichen Schiffe entfernt, kommen auf den Ablagestapel. Und dann geht es erstmal los, dass man guckt, wer wie viel Waren auf der Hand hat. Denn alle Waren auf der Hand, egal welche es sind, sind jetzt verloren. Und die legt ein Spieler erstmal vor sich offen hin, damit jeder weiß, was verloren ist. Und die kommen dann gleich auf den Ablagestapel. Zusätzlich zu den Waren auf der Hand verrotten auch Waren im Warenlager. Da ist es so, dass alles, was an Stoff im Lager liegt, erstmal safe ist. Dann würde jetzt grundsätzlich immer Obst verrotten. Das verrottet immer. Und hier Gewürze und quasi jetzt ja Käse, das wird zusammengezählt und abgerundet und davon wird dann auch das, was verrottet, weggenommen. In diesem Fall hätte er drei Karten. 3 ist 1,5, abgerundet 1, also eine von diesen Karten müsste er dann nehmen, die werden dann verrottet und die wird ebenfalls dann kommen auf den Ablagestapel. Jetzt gibt es noch die schöne Karte Salz. Und da ist es jetzt so, dass jetzt der Spieler kann, ich konserviere eine von meinen Sachen, zum Beispiel wie den Käse behalten, legt jetzt Salz da drauf und das wird zurückgelegt. Das ist also diese Runde konserviert worden. Salz ist natürlich verbraucht worden und wichtig, Salz muss auch irgendwann im Warenlager schon mal liegen. Und wenn es gebraucht wird, einfach eine Ware, die verrottet, aus dem Warenlager zurücklegen. Oder quasi eine aus dem Warenlager verrotten würde, wird dann zurückgelegt. So ist es richtig. Es kann ja sein, dass im Warenlager quasi nichts verrottet, ich trotzdem Salz offen liegen habe und ich unbedingt eine Karte aus der Hand behalten will. Wenn ich also noch Kapazität aus dem Warenlager übrig habe, dann kann ich das Salz verwenden, um eine Karte auf der Hand zu behalten. Aber wie gesagt, nur wenn hier wirklich nicht alles verbraucht worden ist an Salz aus dem Warenlager, dann kann ich die Karte benutzen für die Hand. Vorher geht es nicht. So habe ich das wenigstens verstanden. Ja, das ist schon das Ganze. Wie gesagt, das Salz, wenn es benutzt, kommt es natürlich weg. Wenn es nicht benutzt wird, würde ich sagen, einfach liegen lassen. Dann ist ja nicht benutzt worden. Und dann kann man es ja für die nächste Runde benutzen. So funktioniert das mit dem Lagern, mit dem quasi Verlust von den Waren, wenn die Flotte abliegt. Und jetzt kommen noch Schiffe. Und da werden wieder neue Schiffe ausgelegt, genau wie beim Start. Bei 4 Spielern sind das dann wieder 4 große Schiffe und 3 kleine Schiffe. So, nachdem das gemacht worden ist, die werden dann wieder aufgefächert, beginnt die neue Runde. Das war's auch schon und dann kommen wir gleich mal zum Spielende. So, kommen wir mal zum Spielende. Und zwar, das endet das, wenn am Ende einer Aktionsrunde, also jeder hat eine Aktion gemacht, dann wird geguckt, ob schon jemand die entsprechende Punktezahl erreicht hat. Bei 2 Spielern 60, bei 3 und 4 Spielern 50. Ist dies der Fall, decken alle Spieler jetzt ihre Karten auf und dann wird geguckt, wer hat die meisten Punkte. Und der Spieler ist dann der Sieger. Es kann ja auch sein, dass in einer Runde mehr als ein Spieler 50 Punkte oder 60 Punkte erreicht. So, wer am meisten Punkte hat gewonnen bei Gleichstand? Derjenige, der dann noch mehr quasi Waren in seinem Warenlager hat.
und es ist immer noch gleich dann derjenige, der die meisten Gulden hat. So, das ist ja schon das ganze Spiel vor dem Wind. Wie gesagt, schnell, einfaches Spiel. Ist nicht hochkomplex, nicht so kompliziert. Jeder ist immer dran, also keine große Langeweile. Maximal auf 4 Spieler. Ja, das ist schon das ganze Spiel. Euch allen dann viel Spaß mit dem Spiel und dann bis zum nächsten Mal dann. Euer Frank.